Hallo und herzlich willkommen, heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um Army of the Dead, ein neuer Zack Snyder Film und es geht um Zombies, wie man sich schon denken kann, denn in Las Vegas ist eine Zombie-Epidemie ausgebrochen und um der Herr zu werden, wird die ganze Stadt abgeriegelt und soll schlussendlich dann auch zerstört werden. Und weil ein Casino-Besitzer gerne das Geld aus seinem Tresor wieder haben möchte, obwohl er das schon von der Versicherung bekommen hat, heuert er eine Gruppe von wagemutigen Leuten an, die sich da rein trauen wollen, um das Geld rauszuholen und die kriegen dann auch ihren Anteil. Und so haben wir eben eine Truppe, die sehr bunt zusammengewürfelt ist und jeder so eine andere Art von Charakterzug hat und das ist an sich ganz unterhaltsam, ganz nett, also die Truppe funktioniert an sich ganz gut. Da haben wir zum Beispiel auch bekannte Schauspieler wie zum Beispiel Dave Bautista oder auch aus Deutschland Matthias Schweighöfer mit dabei und die funktionieren alle ganz gut, die Charaktere sind mehr oder weniger interessant, wobei so richtig emotionale Tiefe gibt es nur an ganz wenigen Stellen und die kriegt dann auch meistens eigentlich nur Dave Bautista mit seiner Tochter da dann ab. Dementsprechend ist das vom Tiefgang nicht so wirklich. Es ist ein bisschen anders als erwartet, weil auch dort dann da drin nicht alles ganz so glatt läuft, wie man sich's denken kann. Und es neue Züge gibt, auch wie sich zum Beispiel die Zombies verhalten. Das ist neu und anders angedacht. Finde ich mal ganz nett, aber persönlich habe ich mich an Zombiefilmen oder Serien in letzter Zeit so satt gesehen. Das war in den letzten 10 Jahren einfach dauerhaft präsent und irgendwie brauche ich es persönlich nicht mehr. Aber man muss sagen, er ist trotzdem solide geworden. Zack Snyder hat es wieder mal geschafft, nicht unter 2,5 Stunden zu kommen. Der Film ist einfach wieder mal gut eine halbe, dreiviertel Stunde zu lang, weil viele Strecken einfach drin sind, die nur da sind, damit sie in Anführungszeichen besser wirken, aber nicht wirklich relevant sind für die Geschichte. Und das zieht sich so durch. Der Film ist extrem blutig und sieht dementsprechend auch relativ gut aus und ist auch sehr extrem in seiner Gewalt. Was ich an sich relativ konsequent und gut finde in dem Spektrum. Aber insgesamt ist es ein Film, wo ich sage, den hätte ich mir im Kino ehrlich gesagt nicht angeschaut. Die Promo ist viel cooler, als der Film am Ende es war. Und dementsprechend, er ist solide, er ist okay. Er lohnt sich aber für mich persönlich nur für zu Hause, weil mehr hat er für mich nicht an Mehrwert mitgebracht. Dementsprechend kann ich sagen, für zu Hause, durchaus ganz nett geworden, weil alles eigentlich soweit ganz okay ist. Die Geschichte in seinem Spektrum in Ordnung, Schauspiel ist okay, die Figuren, Technik sieht gut aus. 3 von 5 Punkten. Und weil er an sich solide ist, ganz gut, würde ich im Kino auch ganz knappe 3 von 5 Punkte geben. Allerdings da so minimal abwertend, weil der eben mit seiner Überlänge mich im Kino eher gelangweilt hätte, als dass ich voll dabei geblieben wäre. Dementsprechend für alle Fans von Zombiefilmen, die es auch jetzt noch sind, was ich vor 10 Jahren vielleicht mal war, weil es da neu war in Anführungszeichen oder dieser Hype aufkam und jetzt es einfach tot ist, wie ich finde. Ja, für die ist es auf jeden Fall was. Für mich persönlich fand ich es jetzt nicht so überragend. Dementsprechend kann man sich anschauen auf Netflix, kein Problem. Dementsprechend, ja, das war es soweit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da. Schaut auf dem Kanal vorbei, aktiviert die Glocke. In diesem Sinne, bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao.